Die steht so. So, ich fange jetzt zum dritten Mal diese Aufnahme an. Einfach aus dem Grund. Warte mal. Super geil, super praktisch. Ich habe mittlerweile mir einen kleinen Field-Monitor gegönnt und somit kann ich mich jetzt hier selber beim. Hallo. Dachte ich mir so. Ich meine, das würde deutlich. Ich kann nicht reden. Ich muss was trinken. Ich kann nicht reden. Unglaublich. Komm, Bottleflip! Ich hab's nicht geschafft. Welcher war der nächste Gig? Die Location? Kann ich gleich. Abonnieren würde ich mich immer. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zur 8. Folge Nikos Gigs. 8. Folge jetzt schon. Ich habe damals damit angefangen, dachte mir so, ja, vielleicht interessiert er so einige. Und habe festgestellt, ist er die bestgeklickte Serie, die ich so auf meinem Kanal habe. Viele werden sich vielleicht fragen, wieso macht ihr keine Produktreviews mehr oder wieso kommen gerade keine Vorstellungen zu irgendwelchen Produkten und so weiter. Das liegt daran, dass ich darauf erstmal gerade keinen Bock habe und das liegt auch daran, dass mir einfach diese Videos wirklich gerade viel mehr Spaß machen und ich mich lieber, ja, sowas widme. Des Weiteren habe ich wenig Zeit, mir jetzt ein Produkt im Detail 2 Monate anzugucken, um es dann für euch zu testen. Manche werden sich vielleicht ebenfalls fragen, wieso machst du jetzt ein Video, wenn du das sagst, du brauchst eine Auszeit. Ja, die brauche ich auch immer noch, aber ich habe mir gedacht, heute ist wirklich ein Tag, wo ich echt gute Laune habe. Heute kam eine tolle Nachricht rein zu Hause, privat. Da habe ich mir gedacht, ey, diese gute Laune nutzen wir doch mal für ein cooles Video. Hoffentlich für ein cooles Video. Und deswegen machen wir jetzt eine 8. Folge Nikos Gigs. Dachte ich mir so. Ich meine, das würde dürfte euch nicht stören und mich erst recht nicht. Ihr müsst nur damit rechnen, dass ich mich heute ein bisschen öfter verbrabbel. Einfach, weil ich gute Laune habe. Ich sag all meinen Freunden gerade, die mir geschrieben haben, bitte schreibt mir in 30 Minuten, ich möchte ein Video aufzeichnen und kann es nicht gebrauchen, wenn es jetzt wuff, wuff macht. Wer war es diesmal? Ich habe schon wieder so viel Zeit verplempert und komme einfach nicht zum Punkt. Fangen wir an. Diese Folge Nikos Gigs, sage ich gleich, ist eine komplette Folge von Happy Texas. Also, das ist eine Country Band, mit der ich ein bisschen durch die Gegend reise, sage ich mal, mit der ich auch ein paar Gigs spiele, weil es mir einfach Spaß macht. Ist jetzt kein. Das sind niemals Gigs, wo das Budget extrem hoch ist, eher normal oder niedrig. In dieser Folge geht es praktisch nur um diese Band, trotzdem kümmern wir uns um 3 Gigs. Und der Grund, wieso es trotzdem für euch interessant sein könnte, ist, weil ich kann nicht reden, weil ich komplett verschiedene Tonkonzepte hatte. 3 verschiedene Marken, Eld Acoustics, Voice Acoustic, meine eigene, ich bin mega stolz darauf, und als Audio mit Eigenbau-Lautsprechern. In der Folge werden wir sehen Delay Lines, Outdoor, also Open Air und Indoor ohne Bühne und all möglichen Quatsch. Ich rede nicht zu viel, wir fangen jetzt endlich mal an. Wir machen heute mal den spannendsten Gig zuerst, würde ich sagen, und zwar war das im Europark 3 Linden. In kleinen Machno. Europark ist praktisch ein Gewerbepark, ein ziemlich großer, wo unter anderem auch eBay sitzt. Und da kannst du dich praktisch als große Firma einmieten oder sagen, ich will jetzt da ein Gebäude haben, ziehe ein riesen Gebäude hoch und du hast Geschäftsräume, also praktisch ja für Großfirmen. Dort war ein Richtfest für die Firma Miele, die sich da einmieten möchte. Und praktisch war gerade der Rohbau, da war damit abgeschlossen. Und jetzt sollte das Gebäude getauft werden und das halt mit diesem Open Air. Als Band war, wie gesagt, Happy Texas gebucht und wir wurden als technischer Dienstleister praktisch rangeholt. Das heißt, wir haben die Bühne hingestellt, wir haben den Sound gemacht, wir hatten nur ein bisschen Licht da, 3 Aris für ein Kamerateam. Übrigens, den Videobeitrag von diesem Kamerateam findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist ebenfalls ganz cool geworden und da hört man auch, oder sieht man halt auch unsere Tätigkeiten, sage ich mal, ja. Wie gesagt, Band hat gespielt und sollte noch ein bisschen Hintergrundmusik gespielt werden. Dann gab es ein paar Reden vom Bürgermeister und vom Vorstandsvorsitzenden und so weiter. Einmal wurde ein Headset verkabelt, dann der Rest wurde mit einer Handfunke gemacht, mit einer Kondensatorkapsel. Ging alles relativ reibungslos, wie man im Video auch hören kann. Wir haben vor die Bühne ein Trust-Tor gebaut. Jetzt werden sich die einen wieder fragen, wie habt ihr denn das gewichtet? Sind da Wassertanks dran? Wenn das kippt und bla bla bla. Meine Fresse, es gibt so viele Krümelkacke auf dieser Welt, das ist ja unglaublich. Also, wenn ich Langeweile habe, gehe ich einfach in eine Anlagenaufbaubildergruppe und gucke mir an, was da manche verrichtet haben und lache einfach, woran sich manche so aufhängen, wenn kein Safe dran ist. Okay, kann ich verstehen, das runterkommt, echt scheiße. Aber es gibt so eine Kleinigkeiten, wo ich denke, ey Leute, ganz ehrlich. Und vor allem, manche Leute behaupten erst was, das finde ich sowieso die Oberkrönung, ohne nachzufragen, wie es denn eigentlich ist. In unserem Fall sage ich gleich, unser Trust-Tor ging praktisch so ganz normal und ging dann 3 Meter unter die Bühne nach hinten und ganz hinten auf dem Punkt waren jeweils 200 Kilo Eisengewichte drauf. Und durch den ganz großen Hebel konntest du dann ruppen, wie du willst, mit 10 Männern, du hast das Tor nicht zum Kippen gebracht. Es war unmöglich. So, haben wir jetzt das Statikproblem hoffentlich auch vom Tisch.
Als Ton haben wir reingehangen, 4x Arxer, davon 2 White, davon 2 Focus, Focus oben, White unten logischerweise. Hat extrem weit geschossen, Anlage lief höchstens auf minus 9 dB, weil sonst war viel zu laut, weil die Anlage war eigentlich, wir hätten eigentlich auch mit 2 White das Ganze rocken können. Wir hätten dann bloß ein Problem bekommen mit dem Abschallwinkel und wir wollten dann relativ weit schießen. Als Pult hatten wir die GLD bei, weil die Band allein schon 18 Kanäle gefressen hat und dann hatten wir nochmal 4 Funkmikrofone und ein paar Zuspieler. Deswegen hat die Q16 diesmal nicht ausgereicht und somit musste die GLD halt ran, was sowieso für uns echt cooler war, weil wir kein analoges Multicore schmeißen mussten, einfach die Cut-Leitung vor AR2412 ran und los ging die Party. Das Zelt kam von einem Lieferanten vor Ort, das heißt, dann wurde die Bütex gestellt, das Zelt kam oben rauf, wurde natürlich festgegotet und somit war das Ganze dann relativ hübsch sogar. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe bei allen Gigs aus dieser Folge ganz wenig Fotos leider oder Fotos, die nicht wirklich brauchbar sind. Ich habe einfach vergessen, mit der Kamera rumzurennen, da war auch viel Stress und ihr kennt das, die Arbeit ist wirklich wichtiger als der Videoblog, deswegen kam das jetzt ein bisschen zu kurz, aber ich hoffe, das ist für euch ebenfalls okay. Als Bass hatten wir zweimal SB18 von L-Acoustics und zwei unserer Eigenbaubässe, die noch ohne Gitter waren, was in dem Fall nicht so schlimm war, weil wir sowieso Skirting vorgemacht haben. Das Ganze war halt nicht, ich will nicht sagen low budget, es war halt so mid budget. Aber wir dachten, wir konnten da noch ein bisschen sparen, haben uns praktisch über die Delay-Zeiten uns die Bässe angepasst. Somit ging das sehr gut, haben unsere Doppelzimmerbässe als Kickbässe genommen und die L-Akustik-Bässe als Subbässe mit einem 60-Hertz-Preset. Der Hammer war nur, wir wussten, dass wir auf Bauschutt die Bühne stellen mussten. Deswegen haben wir überall auch so eine Breche runtergemacht unter jedem Fuß, damit das Gewicht sich besser verteilt. Wir wussten schon, dass es schwierig wird, haben auch eine Wasserwaage mitgenommen, aber zwischen dem ersten Vario-Fuß, der eingefahren war komplett, und dem letzten, der um so ein Stück rausgefahren wurde, da wusstest du wirklich, wie uneben der Boden wirklich war, und so war es auch. Das war wirklich, wir haben bestimmt 3 Stunden gebraucht, nur um die Bühne gerade zu kriegen, haben doch ein ganz leichtes Gefälle nach vorne reingemacht, falls es regnet, damit der Regen nach vorne abläuft. Das war schon lustig auf jeden Fall. Aber was das Wichtigste ist, der Kunde war extrem zufrieden mit uns, der wird uns weiterempfehlen. Er meinte, der Sound war wirklich super, super gut und so weiter. Der war wirklich komplett happy mit uns, was natürlich ein super Feedback für uns ist, wenn ein so großer Gewerbepark, sag ich mal, der Geschäftsführer dieses ganzen Gewerbeparks, wo so eBay drin sitzt und Miele und so weiter, wirklich Firmen, die man kennt, wenn der zu einem sagt, war cool, dann kann man sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, geil, war ein schöner Gig, nächstes Mal gerne wieder. Wir kommen zum nächsten Gig, ich bin schon wieder viel zu sehr in Rage. Welcher war der nächste Gig? Ich würde so sagen, die Voice-Akustik-PA-Gig-Sache machen wir mal zum Schluss, weil das ist, worauf ich mich am meisten freue. Gig Nummer 2 war mit meiner, ich muss jetzt schon gleich sagen, alten PA, die ich trotzdem behalten habe, weil man kann sie immer benutzen. Zum Einsatz kamen 4 Alps Audio C108, 2 als Front und 2 oben an der Traverse gehangen als Delay-Line und 2 Jobs Audio LMT212 oder JM-Sub212, wie man will, ist das gleiche Ding. Die hatten wir als Bässe links und rechts da unten hingestellt. Angetrieben wurden die Bässe von der TA-1400, die Delaylines von der Bose 1800 schießt mich tot, keine Ahnung, alte, aber sehr zuverlässige Endstufe, und die Frontlautsprecher wurden von der QSC PLX1602 angetrieben, das ganze Rack stand auf der Bühne oben drauf und ja, war an sich ein recht schuttiges System, getrennt wurde es von einem Behringer DSP, reicht in dem Fall vollkommen aus, 2 innen, 6 out, für die Delaylines perfekt. Und somit war der Sound wirklich ziemlich gut. Also es war extrem low budget, deswegen halt haben wir auch alles wirklich mit den 800 Zoll angemacht. Normalerweise würde ich sagen, okay, dann nehmen wir einen 12 Zoll Top oder sowas, was ein bisschen brachialer ist. Da mussten wir auf 8er gehen, hat aber trotzdem super funktioniert. Dadurch, dass Country auch nicht brechend laut sein muss, sondern angenehm sein muss, hat es auch vollkommen ausgereicht. Ich war höchstens bei minus 3 dB. Nicht mehr ganz viel Headroom, aber immer noch Headroom da. Und durch die Delay-Lines hatten wir auch Höhen bis in den letzten Reihen, was recht angenehm war. Alle waren mit dem Sound sehr zufrieden. Die meinten, die hätten es nicht gedacht. Vorher, wenn da irgendwelche Kurse sind, wird es halt bloß mit kleinen Boxen vom Haus und wird irgendwas gemacht. Und selbst mit dieser Mittelklasse-Anlage, würde ich mal sagen, waren die alle sehr zufrieden. Ja, ich weiß, an dieser Folge rede ich schon wieder sehr schnell und überschlag mich oft. Ich kann es gar nicht ändern. Ich versuche es gerade. Seid mir da nicht böse. Ich habe gute Laune, ist alles ein bisschen toll, da ist das hier. Ich glaube, ich denke manchmal schneller, als ich rede. Das ist das Problem, aber ich krieg's nicht in den Griff. Komm, nochmal Bottleflip probieren. Bottleflip. Ey, die steht so. Warte. Die steht sogar, ich werde es euch beweisen. So, hallo, ihr seht, ist dasselbe. Ich habe mich nicht bewegt. Wobei, ich habe ja jetzt einen Schnitt gesehen, aber ich kann es auch gerne nochmal, wenn ich glaube, Uncut hochladen. Ja, also ist mir auch egal. Aber Flasche steht, ich habe immer noch den Trend, wieso auch immer. Egal. Also, gemischt halt mit einer Q16 über 2 analoge Multicore. War alles ziemlich cool, alles Kabelmikrofone und war ein schöner Gig.
So, Gig Nummer 3, auf den freue ich mich ja schon sehr. Ich habe wirklich von diesem Gig extrem wenig Bildmaterial. Aber dieser Gig, von dem möchte ich trotzdem erzählen, weil er mich einfach erfreut hat. Die Location kann ich gleich... Die Location kann ich gleich sagen, war Oberklasse. Wirklich ein super schönes Haus, muss ich sagen. Es geht halt nur mal im Country und es war nun mal auch in diesem schönen Country-Style. Gefällt mir persönlich sehr gut. Low Budget, keine Bühne, also auf dem Boden. Monitore von der Band. Ich wollte meine Alpsig mitnehmen, kein Platz. Deswegen Behringer Eurolife oder was ist das? Neo? Irgendwie so, keine Ahnung. Reicht dafür aus. Als Monitor sind die damit zufrieden. Hauptsache die Front-PA ist für das Publikum cool. Und ja, was soll ich sagen? Ich war auf einem Gig, glaube ich, noch nie so glücklich über meine eigene Anlage. Ich habe wirklich das eher, also ihr müsst wissen, die PA kam Freitag von Stefan Rast persönlich vor meine Tür geliefert. Und Samstag hatte sie ihren ersten Einsatz. Was echt geil war, weil ich sie gleich mal ausfahren konnte. Weil war gut, was heißt ausfahren? Die lief höchstens auf minus 9 dBU. Also ich hatte praktisch umgerechnet das 1,5-fache nochmal in Headroom. Daran merkt man, wie brachial auch diese kleine PA von Voice Acoustic ist. So, ich hatte bei 2 Paveo-Sub 118, 2 Modular 10 mit der Distanzrohre und eine HDSP 6 Endstufe. Q32 mit iPad, was super geil war, weil ich rumrennen konnte. Des Weiteren wurde ich von meiner besten Freundin überrascht an diesem Tag, was mich auch mega gefreut hat, weil ich gar nicht wusste, dass sie wirklich kommt. Und das war einfach auch nochmal so ein... Und das war einfach der Vorteil mit dem iPad, dass ich auch das mal mitnehmen konnte, vom FOH wirklich weggehen konnte und beim Essen, beim Brabbeln oder was weiß ich, trotzdem auf den Mix achten konnte, aber trotzdem halt noch mit meinen Kollegen, mit meiner Freundin, Blackeks, noch ein bisschen reden konnte. Das war, also iPad haben wir jetzt auch selber gekauft, warte. Wir haben uns jetzt auch iPad wirklich selber gekauft, ist jetzt kein Witz. Wir haben nicht mal ein Mischpult selber, aber wir haben iPad, weil es wirklich mega praktisch ist. Ich kann damit GLD, Q, D-Live, bald auch SQ, alles fernsteuern. Ich will es euch mal eben zeigen. So, müsst ihr euch praktisch vorstellen, ich habe dann hier auf dem iPad meinen ganzen Mix und kann mir praktisch alles machen und war somit nur mit dem iPad unterwegs. Eigentlich hätte ich das Pult an die Bühne stellen können, weil ich fast nur mit dem Ding unterwegs war. Aber es ist einfach super praktisch, ich konnte mich halt wirklich um alles kümmern, um Band, um Freundin, um Familie und Blackeks, das war geil. Und das Feedback zur Anlage, Heiligsblechle, war das geil. Ja, Heiligsblechle war ein Easter Egg, so let's basteln. Es ist einfach so, dass der Raum für ein Live-Schlagzeug trotz Plexiglasscheiben extrem schwierig ist. Es ist brachial laut, sodass du den anderen Scheiß auch mit laut machen musst, damit der Gesamtmix wenigstens halbwegs gut klingt. Ich muss zugeben, an dem Abend war ich mit dem Ton, den ich gemacht habe, nicht zufrieden. Ich habe es auch schon mal besser hinbekommen. Aber ich war selber nicht zufrieden, aber die anderen, das, Hauptsache so gut, okay. Ich war selbst nicht zufrieden, aber die PA hat mir so viel abgenommen. Ich musste keine Mikrofone einpfeifen, nix. Das war brachial laut und minus 9 dB, mal im Hinterkopf behalten. Aber über die eine Voice-Akustik zu spielen und zu sagen, das war da steht, das ist meins, und dieses Feedback zu hören, wie krass die doch klingt, und zu denken, ja, und sie gehört mir, das ist wirklich der Oberhammer. Also jetzt wirklich in der High-End-Liga angekommen zu sein, was Lautsprecher angeht, ist für mich wirklich ein tolles Gefühl. Ich bin da stolz drauf und ja, das wird nicht die letzte PA von Voice Acoustic gewesen sein. Am Ende waren die Gäste alle weg, Band abgebaut, beste Freundin noch da, und die ist so Techno-Goa-Liebhaber. Ich auch, aber ich höre auch gerne Rock und also ich höre alles querbeet. Und da habe ich gesagt, weil sie ist so eine, kennt man bestimmt, viele Frauen ist das so, sie ist so eine Sound, ja, ist nicht so wichtig. Hauptsache laut und funktioniert, ne? Sound ist nicht so wichtig. Obwohl ich mir einbilde, ich bin auch der Grund dafür, warum sie sich eine Bose Soundlink geholt hat als Bluetooth-Lautsprecher und keinen anderen Scheiß. Aber das ist mal dahingestellt. Ich hau Goa rein auf minus 9 dB, trotzdem scheiß laut. Und der Bass setzt, also du merkst nur, wie einfach alle am Tanzen sind, weil es einfach scheißegal war in diesem Moment, egal wie peinlich es ist, der Sound ist einfach, guter Sound trägt zum Spaß bei. So ist es einfach. Und diese Voice-Akustik, du brauchst am EQ einfach nichts verbiegen und es läuft. Ich sag gleich, Hashtag not sponsored, und ich sag auch gleich, ich bin von dem Zeug überzeugt, ja, das wissen auch alle, aber ich werde von denen nicht bezahlt, sowas zu sagen. Es ist so. Also meine Meinung, ich liebe diese Anlage, ich halte sie besser, viel besser als andere Systeme und setze sie gerne ein. Und bin stolz drauf. So, diese Folge Nikos Gigs war extrem durcheinander. Ich weiß, ich habe mich ganz verbrabbelt, habe mich in irgendwelche Felder verzwungen und kam nicht mehr zum Anfang des eigentlichen Satzes zurück. Aber ihr kennt mich, so ist es nun mal. Ich habe gute Laune. Besser so ein gute Laune-Video mit ein paar Versprechern, glaube ich, als gar kein Video. Und ja, ich bin, wie gesagt, mega stolz auf diese Anlage. Habe dadurch einen tollen Schritt gemacht, glaube ich, als ND-Events. Und auch tolles Feedback schon bekommen. Vielleicht werde ich die Anlage sogar nächste Woche bei Jazzradio einsetzen, hat man wenigstens schon eine schöne Referenz, und ich hoffe, dass das klappt
und vor allem, dass die Leute dann einen schönen Sound genießen können. Insofern, ich möchte mich jetzt vielen... Nicht mal Danke sagen kann ich. Ich möchte mich vielmals für freundliche Zusehen bedanken. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentarbox hauen. Ob euch das zu durcheinander war, ob euch das zu hin und her gerade war von meiner Seite aus, würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, das kam gerade ziemlich chaotisch rüber, aber trotzdem hat mir diese Folge mega Spaß gemacht. Diese 3 Gigs haben mir mega Spaß gemacht. Ich habe sogar noch mehr Gigs auf Lager für weitere Folgen, aber ich will das lieber so im gewissen Abstand machen, dass falls mal weniger Gigs sind, dass diese Serie trotzdem, sage ich mal, bestehen bleibt. Insofern nochmal vielen Dank. Wenn es euch gefallen, gebt mir ein Like. Wenn nicht, gebt mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Kommentieren würde ich mich sehr freuen. Abonnieren würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt eine neue Plattform für DJs und Veranstaltungstechniker, nennt sich Stage 223. Da bin ich auch involviert. Wir waren sogar auf der Checkpoint DJ-Messe. Übrigens gibt es dazu auch einen lustigen Vlog. Den werde ich mal... Nee, da. Doch. Hier. Ich glaub, ja, genau. In der Ecke verlinken. Kommt gleich eine Infocard. Sehr lustig geworden, hat sehr viel Spaß gemacht. Mit Stage macht immer sehr viel Spaß. Das sind coole Leute. Mit Jan, mit Kevin, mit Kim. Das sind alles echt talentierte Menschen. Und die haben echt was Geiles auf die Beine gestellt mit dieser Homepage. Und könnt ihr mal vorbeischauen. Es sind viele interessante Artikel drin. Unter anderem sind auch ein paar von mir. Ein Lexikon und so weiter für Fachbegriffe. Guckt's euch mal an. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich habe mich noch nie in der Folge so oft verbrabbelt wie heute. Unglaublich.